Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute machen wir direkt mit Loran weiter in Anorien. Dann haben wir nämlich hier alles befreit und können uns nach rechts orientieren, Richtung Mordor. Anorien, das Land am Fuße der Weißen Berge, stand lange Zeit unter dem Schutz Minas Tirith. Besiegt alle Truppen Mordors! Okay. Wir haben hier wieder eine Festung. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, wir gehen gar nicht jetzt großartig rein. Sondern fangen gleich an mit der Säuberung. Reiter der Mark! Folgt mir! Passt auf! Das Gehöft ist fertig! Wir treiben sich mal neues herum. Gehöft. Das Gehöft ist fertig! Also hier ist nichts mehr. Wir sind da schön eingekesselt. Obwohl da hinter dem der anderen Flussseite könnte natürlich was sein. Folgt mir! Oh, machen wir jetzt mal hier. Sie haben uns schon so lange verspottet! Wir haben ein neues Gehöft. Wir werden angegriffen. Zieht euch zurück! Okay, holen wir uns gleich mal die Schätze hier. Oh, schau mal einer an. Folgt mir! Ein Vorposten. Das schadet ja auch nicht. Was sind denn unsere Aufgaben eigentlich? Ach, das wieder ein Freisassen und ein Bauernbataillon kombinieren, das lasse ich mal aus, aber die Lager zerstöre ich alle. Oh Schande, schaut euch das mal an. Da kommen die Gegner und diesmal sind sie gut ausgerüstet. Und es sind alles Speerschleuderer. Ich glaube, ich spinne. Macht sie weg, schnell. Unsere Truppen werden angegriffen! Meine Güte, warum sind das alles Speerschleuderer? Für Herr und Land! Das ist nicht gut. Und ich kann noch keine Unterstützung holen. Ja, und Eomer reitet. Mann, bist du doof? Mann. Die soll beginnen. Gibt's doch gar nicht, ey. Was? Puh. Okay, Eomer. Das war nicht so schlau von dir. Aber gut zu wissen, was für Gegner wir es hier zu tun haben. Möge dies ein ruhmreicher Tag sein. Gleich mal einfach so ein Heilungsviertel mit ein bisschen Rohstoff. Möge dies und warten ein hier auf Eomer. Vorwärts muss der Feind sein! Folgt mir! Das Gehöft ist fertig. Ja, das ging schnell. Der Feind in Deckung. Ja, die sind auf jeden Fall besser ausgestattet. Das wird ein bisschen schwerer, wie es aussieht. Der Feind ist schon ein bisschen länger hier in diesem Land. Also bleibt ihr mal hier. Wir schauen uns hier mal um. Wir sollten irgendwas machen. Ihr wartet jetzt auf euren Hauptmann. Und wir kümmern uns mal um die. Auf sie! Der Feind hält dies Land besetzt. Sie haben angegriffen! Werft sie in den Abgrund! Okay, da oben sehe ich schon mal Trollkäfig. Das ist auch nicht so geil. Ich sehe die Dunkelheit. Sehr gut. Bleib standhaft! So, Mary, sehr gut. Du scheinst in diesem Level auf Level 10 zu kommen, in dieser Mission, huh?
Der Feind ist unter uns. Jetzt beeil dich mal ein bisschen, Eomer. Um keine Zeit. Wir müssen das Übel aus unserem Land jagen. Na, da ist er ja. Macht euch kampfbereit. Wir müssen unser Land verteidigen. Fordert dieses Land zurück. Für den König. Das Gehöft ist fertig. Sie haben angegriffen. Kommt her. Ich wüsste, was ich da finde. Wir haben ein neues Gehöft. Vorwärts. Wir Hobbits müssen zusammenhalten. Wir können die Stallungen Behalt jetzt nutzen. Euch. Holt eure Waffen. Mensch. So das Gefühl, die Truppen, die jetzt so nachkommen, das sind alles neu gebaut, neu erschaffene, die noch nicht so gut ausgestattet sind. Wir haben noch keine Bannerträger und so. Aber schaut euch das an hier. Drei Trollgruben, Höhlen, Käfige, was auch immer. Die müssen auf jeden Fall auch gleich mal weg. Reiter der Mark! Sehr gut. Gut, Trolle haben sie scheinbar bisher noch nicht wirklich bauen können. Aber dafür ein Haufen von diesen Speerschleuderern, die aus allen Richtungen kommen. Warum nehme ich immer, habe ich immer so ein Pech, wenn ich mit Reitern unterwegs bin, dass ich dann solche Gegner habe? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Bestraft alle Feinde, Rohat! Speere nach außen! Mann, Mann. Unsere Festung wird angegriffen. Das ging schnell. Reiter der Mark. Das Gehöft ist fertig. Der Feind hält dies Land besetzt. Wenn ich mir dann überlege, dass wir nach Ruhn auch noch müssen, das macht dann nicht so viel Freude. Ich werde kämpfen. Zurück! Weil da warten uns dann ja hauptsächlich solche ja. Leute. Blöden Speeren und so. Schaut euch das mal an, wie die uns schon wieder dezimiert haben. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Schnell! Holt eure Waffen! Ja! Schart euch um mich. Sie haben angegriffen. Unser Land wird belagert. Gut, wie sieht's aus? Bleib standhaft. Nicht so gut. Wir werden angegriffen. Also da oben ist auf jeden Fall irgendwas Größeres. Das müssen wir... Jetzt kommt wir müssen das genau. Übel aus unserem verletzt. Land jagen, Menschen der Rittermark. Das müssen wir schnell. Aus dem Auenland. Krieg's nicht auf die Reihe. Das greift ist das Lager des zu den Ruhm, Rohan. Ich fürchte, das ist das Ende. Jetzt hört mal auf, alle zu sterben hier. Dunkelheit. Schluss. Ich verbiete es. Wir werden angegriffen, Männer Rohans. Mensch, Mensch, Mensch. Nanometer. Was ist denn hier los, ey? Mut! Mut für unsere Freunde! So, jetzt. Nein, nein, Eowyn, du bleibst Mut. Schön hier. Mut für unsere Freunde! Versagt niemals! Haltet die Augen offen! Wir müssen hier irgendwo das Lager finden. Das muss irgendwo da oben sein. Ach du meine Güte. Da haben sie die Trolle versteckt. Sag das zu! Da sind noch mehr! Zum Glück geht das recht schnell. Ah ja, da ist ihr Lager. Sehr gut. So, jetzt wird hier mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt mal weg mit diesem Krampf hier.
Jagt sie aus diesem Land! Speere nach außen! Attacke! Greifen Sie an! Wir werden noch welche. Kümmert euch mal bitte. Danke. Also, ich denke mal, das sind nicht alle hier. Deshalb machen wir dieses Lager jetzt erstmal komplett platt. Folgt mir! Wir brauchen alle ein Schwert. Schart euch um mich. Vorwärts! Okay. Wir haben sie niedergeworfen. Haltet die Augen offen. Der Feind ist nah. Gut, das ist auch noch mal ein großes Lager hier. Das ist schön. Da machen wir wieder ein reines Rohstoffzentrum draus. Und schließen die Tür ab. Als Verteidigung noch hier zwei Türmchen hin. Und das sollte dann erstmal genügen. Wir werden angegriffen. Wir haben ein neues Gehöft. Wir müssen unser Land verteidigen. Ah ja. Hier geht's direkt weiter. Wir haben ein neues Gehöft. Zeit für einen Imbiss. Ich bin bereit. Du schaust wieder schön zu. Wir haben sie niedergeworfen. Ich bin verletzt. Ich fürchte, das ist das Ende. Unsere Truppen werden angegriffen. Hier entlang. So. Die Heerschau soll beginnen. Vorwärts! Ich bin bereit. Mensch, König. Möge dies ihr Ende sein. Du mal, wir haben den König von Rohan. Gerade habe ich noch gesagt. Unser Land wird belagert. Ich fürchte das Böse. Jupp. Gut, dann bleibt's wieder an den Hobbits hängen. Wie immer halt. Auf sie! Rohan darf nicht untergehen. Gut. Dies ist unsere Stunde. Wir reiten! Frage ist, jetzt sollten wir erstmal da unten aushalten oder schauen, was hier so ist, weil irgendwie ist ja hier scheinbar eine Menge los. Sie greifen das Lager an! Schlagt rasch zu! Beeilen wir uns! Wir reiten! Sie haben angegriffen! Reiter der Mark! Folgt mir! Los! Ah ja, da haben sie ihr Lager. Das muss der Feind sein! Wir Hobbits müssen zusammen. Du heilst dich erstmal. Lasst keinen am Leben! Sie greifen an! Attacke! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Frage ist, war das jetzt schon alles? Das Gehöft ist fertig. Sie haben uns schon zu lange verspottet. Aber ich vermute mal nicht. Meine Wunden sind tief. Los! Beeilen wir uns! Du wartest jetzt mal hier bei Pippin. Lässt die anderen das. Nieder mit euch, ihr Besten. Die schwere Arbeit tun. Nehmt ihre Flanke! Okay. Okay, okay. Und mich nur noch mal vergewissern. Ich werde nicht im Lager warten. Ich werde kämpfen.
Ich kehre zurück als König der Rittermark. Wir haben den Feind vernichtet. Was? Oh. Okay. Das hatte ich jetzt noch nicht erwartet, weil da so viele Gegner rumgelaufen sind. Gefällt mir auch nicht so gut, weil ich hätte gern noch alles untersucht, aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Den Rest schaffen die Leute, die da jetzt sich wieder ansiedeln, auch alleine. Ja, Mary hat sich gut gemacht. Dem fehlt auch nur noch ein Level. Das ist fein. Theoden macht weiter. Holt wieder weiter gut auf Eomer. Gut. Zack, das letzte Puzzlestückchen hier haben wir jetzt auch. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Ich hätte hier halt gern noch die Truppen ein bisschen aufgestockt wieder, weil wir haben doch ein paar verloren, aber naja. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt beim nächsten Mal weiter mit Gondor, und zwar im Düsterwald. Ich glaube, da sind Fußsoldaten besser als Reiter, und mit den Reitern machen wir dann hier weiter in Dagoland. Das sieht aus wie eine weite Ebene. Genau. Gut, ja, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Da bin ich echt mal gespannt, ob noch irgendwas ist, ob irgendwas kommt, wenn ich alle Missionen erledigt habe. Aber mal gucken. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.